Ja, lieber Kai Wegner, liebe Parteifreundinnen und Freunde der Berliner CDU, ganz herzliche Grüße aus Schleswig-Holstein und dir, lieber Kai, herzlichen Glückwunsch zur Wahl zum Spitzenkandidaten der Berliner CDU. Alles Glück und viel Erfolg. Und wenn ich an meine Nominierung denke, die im Jahr 2017 war, kurz vor der Landtagswahl, dann denke ich genau daran zurück, wie die Zeit damals war, als wir in den Umfragen nicht so richtig gut dastanden und manche gesagt haben, Mensch, kann er das überhaupt schaffen, Ministerpräsident in Schleswig-Holstein zu werden? Und ich habe es geschafft und das will ich einfach auch nur zurufen. Die Umfragen sind im Moment noch ein bisschen ausbaufähig, aber die gehen bundesweit für die Union nach oben, dank Armin Laschet, der übrigens bei uns auch bei der CDU Schleswig-Holstein am Wochenende war. Dort haben wir die Bundestagsliste aufgestellt. Hälfte Frauen, Hälfte Männer. Das geht auch in der CDU und fühlt sich übrigens richtig gut an, wenn wir Gleichberechtigung auch richtig leben. Von daher machen wir das aus Überzeugung in Schleswig-Holstein und ich glaube, das hilft auch der Großstadtpartei, wenn wir da eben auch vorangehen in den Bereichen. Ich wünsche für diese Veranstaltung heute wahnsinnig viel Erfolg. Ich glaube, dass die Berliner CDU auch die Kraft hat, auch mit dem Programm wirklich viele Menschen zu überzeugen. Und ich kann nur als jemand, der ja regelmäßig auch in Berlin ist, weil wir dort Veranstaltungen haben, zumindest außerhalb Corona, wirklich nur sagen, die Unzufriedenheit auch mit der derzeitigen Landespolitik, die war in den vergangenen Jahren wirklich immer mit Händen zu greifen. Von daher braucht es auch auf jeden Fall eine Erneuerung. Und dafür stehst du, Kai Wegner, dafür steht die Berliner CDU. Alles Gute, wir drücken die Daumen aus Schleswig-Holstein. Da, wo wir helfen können, machen wir das gerne. Alles Gute auch für den heutigen Parteitag.